Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Kurz angespielt von holase.de. Ich bin Meldrian und zeige euch heute BOS Boss oder Boss Wars. Je nachdem, wer den Rückblick verfolgt, wird wahrscheinlich etwas davon gelesen haben in der Rubrik Es war einmal. Im Zuge der Recherchen dessen ist aufgefallen, dass das Spiel gar nicht Es war einmal, sondern eher Es war mal ist, also weiterhin weiterentwickelt wird. Im Juni 23 gab es die große Aktualisierung auf Version 2.8 nach über 10 Jahren Schweigen im Walde und Stillstand. Grund genug, da jetzt mal ein Video zuzumachen und ein bisschen Gameplay zu zeigen, denn auf der einen Seite ist es eine schöne Zeitreise, auf der anderen Seite ist das Spiel auch in einem gewissen Alter und an gewisse Gegebenheiten gebunden, die in der Vergangenheit so waren, wie sie waren, aber aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen überaltert wirken, aber wir schauen erstmal, was hier passiert. Und befinden uns im nächsten Moment auch schon mitten im Spiel. Ich weiß jetzt nicht, was auf mich zukommt, spiele das auch seit langer Zeit mal wieder. Ich meine, das schon mal auf einem Screenshot gesehen zu haben. Witzig, ist witzig. Wenn jetzt quasi eure erste Intention wäre, okay, Kumpel, zoom mal rein. Tut mir leid, diese Option ist in dem Spiel nicht gegeben. Dies heißt, die eine oder andere Fußeinheit, wie das, was ich hier gerade durch die Gegend klicke, ist recht schwierig zu erkennen. Eine Skalierung abseits vom Einstellen der Auflösung gibt es meines Wissens nicht. Falls doch, gerne kommentieren oder anderweitig ergänzen. Ich würde das dann im Nachgang versuchen, irgendwie ein- oder umzupflegen. Zum eigentlichen Spiel. Ein 2D-Echtzeit-Strategiespiel der alten Schule. Es gibt zwei verschiedene Ressourcentypen, nämlich Energie hier oben links und Magma. Magma ist relativ offensichtlich, diese gelben Felder, die wir uns gleich einverleiben sollten. Und Energie wahrscheinlich durch Kraftwerke und so weiter und so fort. Finden wir es doch einfach mal heraus. Der Kollege hier sieht so aus, als könnte er etwas bauen, zumindest heißt der Ingenieur. Hier vermisse ich ehrlich gesagt gerade einen Tooltip, der mir jetzt mitteilt, was ich hier eigentlich gerade, nehmen wir den Kollegen hier mal, können wir nur auf einem Magmafeld bauen, also ein Magma-Extraktor, give it a go. Ich hätte gern hier einen, ich hätte gern da einen und ich hätte gern dort einen. Die suchst du aus, als hättest du Langeweile. Wie wäre es, wenn du deinem Kollegen unter die Arme greifst, auch und gerade deshalb, um herauszufinden, ob das überhaupt eine Option ist. Super, dass das Trainingscamp ein Geräusch abspielt, was mir suggeriert, dass wir angegriffen werden. Vielen Dank dafür. Ich habe so das Gefühl, nochmal zwei, drei Engineers wären vielleicht gar nicht so schlecht. Wer versucht mit WASD über die Karte zu navigieren, kommt ganz schnell zurück in der Realität an und bemerkt, dass das nicht so einfach möglich ist. Der alten Schule geschuldet, bewegt man sich mit den Pfeiltasten über die Karte oder nutzt hier oben die Minikarte, um sich zu navigieren. Mir wird gerade bewusst, wie klein die Karte ist. Das heißt, eigentlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich hier KI-seitig die ersten Scharmützel ergeben. Irgendwas scheine ich grundlegend falsch gemacht zu haben, denn so wirklich das Gefühl, dass die Dinge hier vorwärts gehen, habe ich ehrlich gesagt nicht. Meine Magma-Pumpe steht bei 110 von 250. Schicke ich halt den armen Kollegen hier mal in die Walachei. Der Gegner scheint zumindest grundlegend das gleiche Problem zu haben wie wir, wobei sich seine Magma-Pumpe weiter aufbaut. Und wir verlieren gleich, oder haben jetzt unsere einzige Einheit verloren. Das ist vielleicht nicht so gut. Ich habe jetzt frecherweise das Spiel nochmal neu angefangen, weil ich konsequent einfach irgendwas falsch gemacht habe. Tatsache ist, hier sind kleine Allüren von Age of Empires enthalten. Das heißt, ich könnte jetzt auch einfach mal die Ingenieure nehmen und könnte denen sagen, passt mal auf, ihr kleinen Kamuffel, bevor ihr hier irgendwas aufbaut, seht sie lieber mal zu, dass unsere Ressourcen etwas aufgehübscht und aufgestockt werden. Dazu könnte ich entweder Bäume abbauen oder eben Gesteine abbauen. Da die geben jeweils Magma oder eben Energie. Auch aus moderneren Spielen sollte das Konzept durchaus bekannt sein. Und jetzt sollte es uns auch möglich sein, Ersatzeinheiten zu bauen. Auch das war ja eben eine Sache, die nicht funktioniert hat. Schauen wir mal, wie weit wir jetzt kommen. Aber da sehe ich schon einen blauen Fortschrittsbalken. Da sagt uns das Spiel, unser Engineer sei bereit, Grund genug dem armen Mann mal eine neue Aufgabe zu geben. Natürlich könnten wir jetzt auch das Magmafeld direkt abbauen lassen. Nein, können wir nicht.
Stattdessen baute er aus freien Stücken und völlig freiwillig, deutlich schneller als es eben der Fall war, eine Magmapumpe, die uns zukünftig mit Magma versorgen wird. Auf einem Bein kann man nur schlecht stehen, also direkt die zweite in Auftrag gegeben. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, sollte ich mal zusehen, dass ich hier eine Assault Unit, einen Grenadier oder einen Bazoo baue. Warum nicht alles auf einmal? Da sagte uns die charmante Computerstimme, dass unsere Magma-Pumpe Nummer 2 auch mittlerweile fertig ist. Die Anfangskollegen immer noch am Steinchen und Bäume abbauen. Langfristig ist das natürlich nicht der Plan, dass das so bleibt. Um uns mal etwas unabhängiger von Strom zu machen, baue ich hier mal ein Powerplant. Das sollte in einer überschaubaren Zeitspanne umsetzbar sein. Für unser Trainingscamp vielleicht nochmal ein Sammelpunkt, der nicht ganz so nah ist am Gebäude. Ein wunderschönes Kraftwerk. Und oben links sieht man Energie plus 60 und minus 24. Das heißt, wir bauen auf oder bauen Reserven auf. Magma genau das gleiche, plus 44, minus 20. Weitere Gebäude im Spiel, eine Kamera. Warum eigentlich nicht? Bisschen den Perimeter überwachen. Auf, ihr Ingenieure. Und apropos auf, ihr Ingenieure, wie wäre es mit noch einer Baueinheit? So langsam aber sicher kommt es jetzt zu einer Tondopplung oder Tonhäufung. Ah, meine Kamera ist fertig. Diese drei Kollegen hier, 1, 2, 3, haben gerade eine und dieselbe Tätigkeit ausgeführt, beziehungsweise ein und denselben Ton generiert, was dazu führt, dass der Ton immer lauter wird auf den Ohren. Das ist eine Sache, die man gerade bei älteren Spielen, beziehungsweise generell bei SDL-Titeln häufiger antrifft. Ah, unser Bau-Mannequin Nummer 4 ist fertig und darf sich gerne mal hier die nächste Magma-Quelle einverleiben. Anscheinend verfügen wir noch nicht über Verteidigungsstrukturen. Kann ich auch mitleben. Dann eben ein Radar. Ein Training Camp haben wir schon, ein Hospital. Warum eigentlich nicht? Wir wissen noch nicht genau, was es tut. Ich meine, der Name ist wahrscheinlich Programm. Am besten hier oben hin. Unser Radar ist fertiggestellt und in dem Moment sehen wir den Feind, obwohl wir ihn nicht sehen. Gut zu wissen, wo er sich versteckt. Neben unserem normalen Powerplant wäre es vielleicht an der Zeit, ein Nukleares noch zu ergänzen. Allerdings geht uns so langsam aber sicher der Platz aus. Magma werfen wir mittlerweile mit plus 56 ganz gut ab, minus 14 durchgehend. Der Kollege, der hier oben den Stein abklopft, den schicken wir jetzt mal zum Bauen. Energie ist noch nicht ganz so erfrischend. Ganz im Gegenteil, plus 60, minus 80. Da bin ich ganz froh, wenn zeitnah gleich das Powerplant fertig ist. Und jetzt stehen wir bei 106, minus 40. Das ist okayisch. Nur mit Fußtruppen lässt es sich blöd Krieg führen. Also wäre ich dafür, dass wir uns nochmal in Richtung Fahrzeuge entwickeln. Mit einer Vehicle Factory weiterhin und erneut ist es hier relativ eng. Da. Die KI wirkt jetzt nicht so tausendprozentig und mega aggressiv, aber ich lege es jetzt aber auch nicht wirklich drauf an, hier direkt überrannt zu werden. Von daher will ich mich nicht so laut beschweren. Ein Hospital ist fertiggestellt. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, einen Medic auszubilden. Ha, da haben wir gerade einen Ingenieur, der sich hinter einem Baum versteckt. Hier steht er. Hat gedacht, er kann sich drücken, ist nicht der Fall. Stattdessen sorgt er mal dafür, dass unser Perimeter ein bisschen weiter ausgeleuchtet wird. Mit einer weiteren Überwachungskamera. Kamera fertiggestellt. Kurioserweise fällt mir gerade auf, dass wir bereits ein Gun-Turret besitzen. Allerdings weiterhin mit einem Fragezeichen keines bauen können. Das scheint der Fall zu sein. Aber einen Hafen können wir bauen und das sollten wir unbedingt tun. Und während sich dieser Kollege hier gerade darauf hinzubewegt, sind die zwei hier unten fertig geworden und wir können Fahrzeuge bauen. Ein APC Smolder, ein Harvester. Oh, Harvester? Auf jeden Fall. Buggy, Tank, Rocket Tank und Artillery. Bevor unsere Ingenieure an Langeweile sterben, dürfen sie beim Bau unterstützen. Und immer dann, wenn wir mehrere Ingenieure zu einer derselben Baustelle schicken, kostet das Energie. Oder Magma? Finden wir es heraus. Minus 60, minus 92. Jetzt ein zweiter. Minus 112, minus 80, also genau das, was ich gesagt habe. Arbeitende Units verbrauchen Ressourcen. Magma wäre dann jetzt auch aufgebraucht. Aber unser Harvester ist ja fertiggestellt. Und die Frage, die sich mir stellt, ist Name Programm? Kann man diesen Harvester jetzt zu den Magma, zu den Rocket Fields hier oder Rock Fields bringen? So sieht es nämlich aus. Der macht witzige Geräusche und sammelt für uns Rohstoffe. So darf das gerne sein. Eine weitere Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist im Zuge von diesem Video und exakt diesem Video, wenn man das Spiel im Vollbildmodus ausführt, kann man mit dem Mauszeiger nicht mehr das Fenster verlassen. Also ich bin quasi hier eingesperrt.
sollte aber in einer Produktivumgebung, wenn man einfach nur zocken will, jetzt kein größeres Problem sein. Es sei dennoch erwähnt. Unser APC Smolder kann 2 bis 10 Schaden verursachen und spricht scheinbar Russisch. Hier stehen Energy Turrets, die uns nicht unter Beschuss nehmen, weil sie gerade aufgebaut werden. Der Gegner hat deutlich mehr Einheiten als wir und wir hoffen mal, wir haben ihn jetzt nicht zu sehr getriggert. Da geht mein Medic. Und der Feind hat deutlich mehr Einheiten als ich. Man könnte fast meinen, die KI weiß eher, wie das Spiel funktioniert im Gegensatz zu mir. Oh, da stand einer, den habe ich gar nicht gesehen. Auf was hat der geschossen? Hui, und wir werden angepanzert. Oh. Aber der Panzer wurde gegunnt, Turret. Also von daher, so langsam aber sicher werden, wird mir die Geräuschkulisse von dem Harvester hier ein bisschen lästig, während der da seine Ressourcen einkaspert. Weil es alle halbe Sekunde das immer wieder gleiche Geräusch ist. Und es ist ein bisschen penetranter als dieses Klopfgeräusch von den Ingenieuren. Der Raketentank ist fertig. 2 Fußtruppen sind fertig. Und ich würde sagen, wir starten jetzt nochmal einen kleinen Gegenangriff. Defense-Strukturen sind nicht nur laut, sondern auch ziemliche harte Brocken. Ich glaube, von meinem Atomkraftwerk kann ich mich, jawohl, verabschieden. Und es ist irgendwie ganz nett grün designt. Soll wohl darauf hinweisen, dass da jetzt eine kleine, aber feine Verseuchung stattgefunden hat. Ja, sieht so aus, als könnten wir der KI vielleicht doch noch ein Schnippchen schlagen. Zumindest laufen wir mit einem Panzer und einem Raketenbuggy hier gerade straight durch die gegnerische Basis durch. Das war das gegnerische Hauptgebäude, meine ich. Dieses Spiel sollte gleich zu unseren Gunsten entschieden sein. Außer es gehört zu den klassischen RTS, wo man jede Einheit und jedes Gebäude zerstören muss, um zu gewinnen. Wir werden es herausfinden. Die einsamen, armen, herumwandernden Ingenieure des Gegners nicht schlüssig darüber, was sie als nächstes tun sollen, ganz ohne Energie und Magma und allem drum und dran. Und dennoch laufen sie von Baum zu Baum und versuchen Dinge zu errichten, was wir ihnen natürlich schnellstmöglich austreiben. Hier oben dürfte sich das letzte Gebäude befinden des Gegners, zumindest laut Radar, was ja bisher eigentlich recht zuverlässig funktioniert hat. Diese Magma-Pumpe hat sich gleich ausgemagma-pumpt. Wow, okay. Suddenly Ende. Also mit Zerstörung der letzten Magma-Pumpe sind wir zurück zu einem Ergebnisscreen geflogen, also gekickt worden, sag ich mal, und können uns jetzt das Ergebnis der Runde ansehen. Das zum Thema, wie spielt sich der Titel jetzt eigentlich? Ihr habt es gesehen. Wie anfangs angesprochen, gucken wir nochmal kurz in den Editor, versuchen es zumindest. Der Editor startet schon mal in-game, das finde ich persönlich sehr nett. Ich hatte kurz die Befürchtung, dass eine separate Anwendung gestartet wird, das gibt es ja auch. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Großes schwarzes Ding. Ah, okay, hier kann ich jetzt alles Mögliche wählen, von Landschaftsgestaltung hin zu Einheiten. Ein Feld namens Patch. Ah, okay, Patch ist quasi Landschaft, nehme ich an. Oh, da kommen wir, Rums. Ah, okay. Und noch ein bisschen, ich bin ein Freund von Wasser und der Einfachheit. Ein Freund von Wasser und Einfachheit. Das ging jetzt alles in einem schneller, als ich gedacht habe. Jetzt würde ich natürlich auch gerne testen, wie ich das jetzt spiele. Ich habe keine Ahnung, was C ist. Drücken wir mal F10. Speichern klingt gut. H-O-L-A-R-S-E. Ende und zum Menü. Und Spiel starten. Hohlase. Start. Und ich habe verloren. Okay. Könnte damit zusammenhängen, dass wahrscheinlich nicht automatisch Einheiten generiert wurden und deswegen quasi direkt nach Spieleintritt nichts mehr von mir da war und ich verloren habe. Aber das soll auch reichen, um den Editor auch mal aufgezeigt zu haben. Schönes Stück Software, um schnelle Ergebnisse zu erzielen. I see what you did there. Das sind Vierecke. Ich glaube, ansonsten haben wir eigentlich alles soweit gezeigt. Kampagnen gibt es noch. Hier 1, 2, 3, 4 inklusive eines Tutorials. Das soll es an der Stelle auch eigentlich gewesen sein. Das war Boss Wars. B-O-S oder Boss Wars oder Battle of Survival, wie es früher mal hieß. Nennt es, wie ihr möchtet.
Wichtig ist, ihr könnt für Linux ein fertiges TGZ-Archiv herunterladen, entpacken und direkt anfangen zu spielen. Ich muss da an dem System, was ich hier benutze, jetzt nichts ergänzen, dazu installieren, was auch immer. Die Executable war sofort ausführbar. Heißt, für die schnelle Runde Retro-RTS durchaus zu gebrauchen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Auf Volase lest ihr noch 2-3 Zeilen zu dem Spiel. Ansonsten verbleibe ich freundlichst und wie immer mit man sieht, schreibt, spricht und spielt sich. Macht das gut. Haut da rein und tschüss.